Am Anfang war Dunkelheit. Dann gebar der Urknall Raum, Zeit und Materie. Jeden Tag entdecken wir Neues über all die unfassbaren, faszinierenden und tödlichen Geheimnisse unseres Universums. In den Tiefen des Alls herrscht keineswegs kosmisches Schweigen. Im Weltall ist es ziemlich laut. Galaxien, Sterne, Planeten und Monde singen ihre fremdanmutenden Lieder. Sie klingen wie ein außerirdisches Faxgerät. Hier sind die Top 10 der größten Hits des Universums in einer Sinfonie kosmischer Klänge. Im Weltraum hört dich niemand schreien. Der Slogan für Ridley Scotts Science-Fiction-Film Alien sollte Kinogänger erschaudern lassen. Er beruht auf der beunruhigenden Tatsache, dass das All ein Vakuum ist. Schreie verhallen ungehört, weil sich Schallwellen im Vakuum nicht ausbreiten können. Stimmt das wirklich? Das ist ein wenig engstirnig gedacht. Auf der Erde gibt es auch viele Töne, die wir nicht hören können. Doch das heißt nicht, dass sie nicht da sind. Darüber hinaus ist das Weltall nicht völlig leer. Und wie definieren wir das All überhaupt? Als Astronaut auf dem Mars trage ich einen Raumanzug. Bin ich dann im All oder nicht? Ich denke schon. Okay, let's try right over here. Bruce Betts von der Planetary Society im kalifornischen Pasadena hat darüber nachgedacht, wie sich Geräusche auf dem Mars anhören. Betts hat ein Computerprogramm namens Marsinator entwickelt. Damit will er zeigen, wie seine Stimme in der CO2-Atmosphäre unseres Nachbarplaneten klingen würde. Außerhalb des Raumanzugs. Die Atmosphäre des Mars wird uns tiefer klingen lassen. Ich nehme mal meine Stimme auf und verschiebe sie mit dem Marsinator in die Tonlage, die sie auf dem Mars hätte. So würde ich auf dem Mars klingen. Allerdings hätte ich dort keinen Sauerstoff zum Atmen. Jetzt bearbeite ich die Aufnahme mit dem Marsinator und spiele sie erneut ab. So würde ich auf dem Mars klingen. Allerdings hätte ich dort keinen Sauerstoff zum Atmen. Wenn Menschen eines Tages wirklich auf dem Mars landen, werden wir ihre Stimmen natürlich nicht über die Atmosphäre hören, sondern über Radiowellen. Auf diesem Weg erreichen uns bereits heute viele Klänge. Wir sind es gewohnt, uns vorzustellen, dass Laute durch die Luft zu uns dringen. Tatsächlich werden aber viele Töne über elektromagnetische Signale übermittelt. Zum Beispiel wandelt der Fernseher ein TV-Signal in hörbare Töne um. Klänge aus dem All können nicht einfach durch den leeren Raum zu uns dringen. Um sie zu vernehmen, sind wir auf Radio, Licht und andere elektromagnetische Wellen angewiesen. Im Weltall ist es ziemlich laut. Wir können viele dieser Geräusche mit unseren Radioteleskopen erfassen. Diese kosmischen Klänge ergeben eine einzigartige Hitparade. Wir haben ein Team von Wissenschaftlern gebeten, eine Top-10-Liste zu erstellen. Die beeindruckendsten Klänge aus den Weiten des Alls. Die Nummer 1 wird uns alle überraschen. Der Countdown beginnt. Auf Platz 10 der Geburtsschrei des Universums, der vor knapp 14 Milliarden Jahren erklang. Der Hit heißt Nachhall des Urknalls. It's remarkable that
Das junge Universum hat tatsächlich ein Geräusch gemacht. Wir wissen das, weil wir die glühenden Gase beobachten können, die damals entstanden sind. Das Glühen dieser Gase ist als kosmische Mikrowellen-Hintergrundstrahlung, englische Abkürzung CMBR, bekannt. Eine schwache Spur von Mikrowellen, die sich über das ganze Universum erstreckt. Dieser Nachhall des Urknalls wurde Mitte der 60er Jahre entdeckt. Das berühmte gesprenkelte Satellitenbild der CMBR zeigt den jungen Kosmos im Alter von 380.000 Jahren. Das Satellitenbild ist wie ein Stimmabdruck des frühen Universums. Die Farbvariationen entsprechen Temperaturschwankungen, die wiederum Variationen der Dichte und des Drucks darstellen. Schallwellen sind nichts anderes als Druckwellen. Was wir hier sehen, sind Schallwellen des frühen Universums. Doch wie sind diese Schallwellen entstanden? Um das herauszufinden, sieht sich der Astronom Mark Whittle mit dem Orgelbauer Manuel Rosales die prachtvolle Orgel der United Church of Christ im kalifornischen Claremont an. Die 4000 Orgelpfeifen sind mit der Stimme des frühen Universums vergleichbar. Manuel, das Faszinierende am frühen Universum ist, dass seine Pfeifen alle gleichzeitig erklangen. Könntest du für uns auf dieser Orgel einmal alle Noten auf einmal spielen? Ja, ziehen wir alle Register. Daher kommt die Redewendung. Genau. Es klingt kraftvoll, ein zischendes, weißes Rauschen. Noch bemerkenswerter ist, dass im Klang des Urknalls zu jeder Zeit bestimmte Töne stärker zu hören waren als andere. Dies ist der Eröffnungston von Hit Nummer 10, dem Nachhall des Urknalls. Ein Schallanalysator stellt die dominanten Töne als farbige Säulen dar. Das Geräusch des Universums unterscheidet sich dabei von reinem weißen Rauschen, das keinerlei Regelmäßigkeiten aufweist. Der kosmische Nachhall klingt dagegen ein wenig wie Musik. Orgelpfeifen bestehen aus Holz und Metall. Die Pfeifen des frühen Universums bestanden aus dunkler Materie, einer mysteriösen Substanz, auf deren Existenz wir bislang nur durch ihre Schwerkraft schließen können. Der Grund, warum Schallwellen sich fortbewegen, ist die Schwerkraft. Dort, wo es dunkle Materie in hoher Dichte gibt, zieht ihre Schwerkraft das sie umgebende Gas an. Dabei wird es komprimiert. Diese Kompression wirkt wie eine Feder, die das Gas wieder hinausdrückt. Es schießt hinaus und fällt dann wieder zurück. So läuft die Bewegung des Gases ab. Wir haben also eine oszillierende Druckwelle, eine Schallwelle. Bounces out, falls in, bounces out. So we have an oscillating pressure wave, a sound wave. So aufschlussreich die kosmische Hintergrundstrahlung für die Astronomen auch ist, so bleibt sie doch ein Standbild, ein einzelner, unsauberer Ton. Noch dazu einer, der ohne Hilfsmittel gar nicht zu hören ist. Die Klänge des Universums sind für unser Gehör viel zu tief. Welcher ist der tiefste Ton der Orgel? Er kommt aus einer 10 Meter langen Pfeife. Man muss sie mit dem Fuß bedienen. Das ist ziemlich tief. Aber 10 Meter sind nichts gegen die kosmischen Orgelpfeifen. Sie waren zwischen 20.000 und 400.000 Lichtjahre lang.
Damit kann ich leider nicht dienen. Das Dröhnen des frühen Universums ist so tief, dass wir die Tonlage nach oben verschieben müssen, um es zu hören. Die Hintergrundstrahlung des Weltraums stammt aus dem Jahr 380.000 nach seiner Entstehung. Was geschah davor? Ist es möglich, das vollständige Lied des Urknalls zu entschlüsseln? Das All ist von einer Sinfonie kosmischer Klänge erfüllt. Wir stellen die Top 10 seiner größten Hits vor. Auf Platz 10 liegt das früheste Lied, das je im Universum gespielt wurde, der Nachhall des Urknalls. Doch das Wiegenlied des Universums ist alles andere als lieblich. Die kosmische Orgel spielt sämtliche Töne gleichzeitig. Ein komplexes, lärmendes Brummen. Dieser Ton wurde mit Hilfe des Satellitenbildes der kosmischen Hintergrundstrahlung erstellt, einem Standbild aus dem Jahr 380.000 nach dem Urknall. Wie können wir die Uhr noch weiter zurückdrehen, um den Rest des Songs zu hören? Die moderne Kosmologie ist inzwischen in der Lage, eine Computersimulation des jungen Universums zu erstellen. So können wir nachvollziehen, wie sich der Klang in den ersten 400.000 Jahren entwickelt haben muss. Mithilfe dieser Computerprogramme konnten auch Bilder des frühen Universums erstellt werden. Im frühen Universum verhielt sich die dunkle Materie im Prinzip wie die Orgelpfeifen. Je größer die Pfeife, desto tiefer der Ton. Je weiter sich das Universum ausdehnte, desto mehr Zeit und Raum gab es. Mehr Raum bedeutete größere Pfeifen. Je länger das Lied des Urknalls lief, desto tiefer klang es. Verdichtet man die ersten 400.000 Jahre auf 10 Sekunden, entsteht ein komplexes Klanginferno, ein eindringlicher Urschrei. Aus dem Gas, das in die Ballungsregionen der dunklen Materie ein- und wieder aus ihnen hinaustritt, entstehen schließlich die ungezählten Galaxien unseres Universums. Es hat Spaß gemacht, diese Klänge zu reproduzieren und anzuhören, aber das Ganze ist mehr als nur eine Spielerei. Die Klänge spielen eine wichtige Rolle dabei, den Aufbau unseres Universums zu entschlüsseln. Nach den gewaltigen Ausmaßen des frühen Alls wenden wir uns nun einem Galaxienhaufen mit dem bescheidenen Durchmesser von 15 Millionen Lichtjahren zu. Auf Platz 9 unserer Weltraumcharts liegt der tiefe Ton des Perseus. Dieser extrem tiefe Ton geht vom Perseushaufen aus, einer Ansammlung von etwa 1000 Galaxien, 250 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Im Mittelpunkt der Zentralgalaxie befindet sich ein supermassereiches schwarzes Loch. Diese Zentralgalaxie heißt Perseus A. Ihr supermassives schwarzes Loch verleiht ihr einen sogenannten aktiven galaktischen Kern. Dieser stößt Energie in Form von gigantischen Strömen aus, sogenannten Jets. Wir wissen nicht genau warum, aber diese Energie wird periodisch abgegeben, etwa alle 10 Millionen Jahre. Diese Energieimpulse sind Druckwellen. Genau wie Schallwellen.
Eine Welle, wie sie Studenten der Universität von Kalifornien in Berkeley hier vorführen, vollzieht eine Auf- und Abbewegung. Schallwellen verhalten sich ein wenig anders. Okay, Leute, weg mit den Pompons. Die Studenten machen jetzt eine Druckwelle nach. Stellt euch auf. Ihr geht darüber und alle schön Schulter an Schulter. Genauso, keine Lücken. Ihr werdet wie die Moleküle in einer Schallwelle gegeneinander stoßen. Das sieht gut aus. Fühlt ihr euch wie Moleküle? Okay, das sieht gut aus. An jedem Ende steht ein Trommler. Wir starten mit diesem hier. Er schlägt auf die Basstrommel. Beobachten Sie, was passiert. Der Druck pflanzt sich in Form eines kräftigen Schubsers von Student zu Student fort. Der vorletzte Student gibt den Druck weiter, indem er auf die zweite Trommel schlägt. Diese zweite Trommel ist wie unser Trommelfell. Wenn der Druck einer Schallwelle auf unser Trommelfell trifft, hören wir ein Geräusch. Wenn Schall sich durch die Luft bewegt, stoßen natürlich keine Studenten aneinander, sondern Luftmoleküle. Schall benötigt einen Träger. Im Vakuum kann er sich nicht ausbreiten. Damit er von A nach B gelangt, braucht er Luftmoleküle. Doch wie bewegen sich die Druckwellen von Hit Nummer 9, tiefer Ton des Perseus, durch das Vakuum des intergalaktischen Raums? Wie leer das All wirklich ist, demonstriert Astrophysiker Richard Poggi von der Ohio State University in einem Footballstadion. Es stimmt, dass sich Schallwellen im luftleeren Raum nicht fortpflanzen können. Doch das Weltall ist kein völliges Vakuum. Der beste Ort, um das zu veranschaulichen, ist ein leeres Stadion. Das menschenleere Stadion steht für das Vakuum im Weltraum. An einem Spieltag, wenn 100.000 Besucher die Ränge bevölkern, gleicht es der Erdatmosphäre, die mit Luftmolekülen vollgepackt ist. Wie viele Menschen müssen das Stadion verlassen, damit es dem Vakuum im All gleicht? Die Antwort ist alle. Selbst ich wäre einer zu viel. Nur eine einzige Körperzelle dürfte im Stadion bleiben, um das Weltraumvakuum nachzustellen. Der Raum zwischen den Galaxien des Perseushaufens ist also fast vollständig leer. Dennoch gibt es dort Schallwellen, auch wenn es unglaublich scheint. Wie breiten sich Klänge im annähernd leeren Raum aus? Angenommen, ich renne über ein Spielfeld, auf dem kaum Leute sind. Es wird lange dauern, aber irgendwann werde ich jemandem begegnen. Auch ein Atom im Weltraum legt Lichtjahre zurück, bevor es ein anderes trifft. Doch irgendwann ist es soweit. Dann gibt es eine Energie weiter und die Druckwelle pflanzt sich fort. Die Teilchen, die im Perseushaufen kollidieren, senden schwache Röntgenstrahlen aus, die mithilfe des Weltraumteleskops Chandra sichtbar gemacht wurden. Diese Röntgenstrahlen sind unglaublich lang und ihre Töne sind tiefer als alles, was je ein Mensch gehört hat. Die Tonhöhe liegt bei 57 Oktaven unter dem mittleren Tonumfang eines Klaviers. Sie verdient einen Eintrag im Guinness-Buch als tiefste dokumentierte Tonhöhe. Der extrem tiefe Ton des Perseus liegt so weit unter unserem Hörbereich, dass wir ihn nur annäherungsweise beschreiben können. Es handelt sich um ein galaktisch tiefes B. Dem Stand der Forschung zufolge erklingt es seit 2,5 Milliarden Jahren. Hit Nummer 9, tiefer Ton des Perseus, dröhnt weiter, während wir mit unserem Countdown fortfahren. Gespannt warten wir auf unsere Nummer 1. Doch zunächst kündigt ein hohes Kreischen an, worum es bei Nummer 8 geht. Kosmische Klänge und ihre Verbindung zu fremden Lebensformen. Angefangen beim Urknall arbeiten wir uns durch die Top 10 der größten Hits des Universums.
Auf Platz 8 unseres Countdowns erwartet uns eine Vielfalt an Klängen. Klicken, kreischen und heulen. Ausgesendet von fremden Sternen überall in der Galaxie. Es ist ein rhythmisches Quietschen des Songs Beat der Pulsare. Allen Pulsaren ist gemeinsam, dass sich ihre Signaltöne in einem regelmäßigen Rhythmus wiederholen. Doch sie klingen verschieden, weil sie sich unterschiedlich schnell drehen. Die ersten Pulsarsignale, die entdeckt wurden, waren so gleichmäßig, dass Astronomen dachten, sie kämen von Außerirdischen. Doch dem war nicht so. Ein Pulsar ist ein schnell rotierender Neutronenstern, ein Stern mit einer sehr hohen Dichte. Er sendet an beiden Polen Strahlen aus. Durch die Rotation scheint es so, als würde er pulsieren. Wir assoziieren Pulsare mit Klängen, weil die Radioteleskope ihre Strahlung in Form von Pieptönen empfangen. Ein langsam rotierender Pulsar klingt wie ein Metronom. Oder man hört. Dreht sich der Pulsar sehr schnell, verschwimmen die Töne. Rotiert der Pulsar noch schneller, hört man nur noch einen einzigen langen Ton. Ein Pulsar ist das Überbleibsel einer Supernova, der Explosion eines massereichen Sterns. Der Sonne mangelt es an Masse, um zu einer Supernova zu werden. Uns erscheint sie dennoch riesig. Sie hat 330.000 Mal die Masse der Erde und brennt durch Kernfusion. Sie ist die Interpretin des nächsten Hits. Unser Nachbarstern landet auf Platz 7 des Countdown. Hier kommt der Sonnensong. Die Sonne klingt nicht gerade sonnig. Sie dröhnt und gurgelt tief und unheilvoll. Sie macht Geräusche, weil sich in ihr Gase auf und ab bewegen. Dieser Prozess heißt Konvektion. Durch den Gasball Sonne gehen also Druckwellen. Das klingt wie eine tiefe Glocke. Anders als bei einer Glocke erklingen bei der Sonne aber Millionen Töne gleichzeitig. Wir erkennen sie an den winzigen Ausbuchtungen auf der Oberfläche. Sonnensatelliten messen die Höhe dieser Wölbungen mit größter Präzision. So produzieren sie nicht nur Töne, sondern auch wissenschaftliche Daten. Mit Hilfe der Klänge der Sonne können wir detaillierte Schlüsse auf ihre innere Struktur ziehen. Wenn sich zum Beispiel auf der uns abgewandten Seite der Sonne Sonnenflecken bilden, wissen wir das, bevor sich die Sonne gedreht hat und wir es durch die Teleskope sehen können. Die Sonne ist die größte Geräuschquelle im Sonnensystem. Dicht dahinter folgt Jupiter. Der König des Sonnensystems belegt Platz 6 der Top 10. Sein Song heißt Jupiter Jazz. Den Jupiter Jazz können wir dank der beiden legendären Voyager-Raumsonden hören, die derzeit auf dem Weg zu den Grenzen unseres Sonnensystems sind. Die beiden Voyager-Raumsonden bewegen sich an den äußersten Rändern des Sonnensystems. Voyager 1 ist 120 Mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde, fast viermal so weit wie der Neptun von der Sonne. Der Physiker Ed Stone leitet die Voyager-Mission, seit die beiden Sonden im Jahr 1977 ihre große Reise antraten.
Beim Anflug auf Jupiter traf jede von ihnen zunächst auf die sogenannte Bugstoßwelle des Planeten. Die Instrumente übermittelten einen windartigen Klang. Die Sonne bläst geladene Teilchen mit Überschallgeschwindigkeit ins All. Wenn dieser Sonnenwind auf das Magnetfeld des Jupiters trifft, werden die Teilchen auf Unterschallgeschwindigkeit abgebremst. Den Bereich, in dem das passiert, nennt man Bugstoßwelle. Es ist vergleichbar mit einem Düsenjet, der die Schallmauer durchbricht. Noch faszinierender ist die sogenannte Chorwelle des Jupiters. Sie klingt wie Vogelgezwitscher bei Sonnenaufgang. Chor und Bugstoßwelle bestehen aus Radiowellen, die von schnell fliegenden geladenen Teilchen im Jupiter-Magnetfeld ausgesandt werden. Auf dem Weg zur mysteriösen Nummer 1 unserer Top 10 swingen wir mit den Jupitermonden und den Saturnringen. Die Klänge elektrischer Schleifen, glühender Gase und Windströmungen wetteifern um den Titel Unheimlichster Sound im Sonnensystem. Der Countdown der kosmischen Klänge ist bei Jupiter angekommen, der seine ganz eigene Weltraummusik spielt. Beim nächsten Hit steht dem Riesenplaneten eine Begleitband zur Seite. Seine Monde. Ihr gemeinsamer Song rangiert auf Platz 5 der Top 10. Das Stück heißt Monde über Jupiter. Leadsänger ist der Mond Ganymed, aufgenommen von der Raumsonde Galileo, die Jupiter Ende 1995 erreichte. Die Geräusche, die Galileo von Ganymed gesendet hat, dem größten Mond im Sonnensystem, sind faszinierend. Es klingt wie ein außerirdisches Faxgerät. Als ich die Aufnahme in meinem Büro abspielte, dachten meine Kollegen, dass ich eine außerirdische Botschaft empfange. Die Geräusche, die Galileo aufnahm, stammten von ionisiertem Gas, auch Plasma genannt. Plasma besteht aus positiv geladenen Atomkernen und negativ geladenen Elektronen. Das Plasmawellenmessgerät der Raumsonde erfasste die Radiowellen, die diese geladenen Teilchen produzierten, während sie vom Magnetfeld des Mondes in Bewegung gesetzt wurden. Die Klänge sind der Beweis dafür, dass Ganymed ein Magnetfeld besitzt. Ohne Galileos Plasmawellenmessgerät wüssten wir das heute nicht. Auch von anderen Jupitermonden schallt es laut ins All. Als Galileo über den Nordpol von Io flog, nahm die Sonde eine Reihe kosmischer Klänge auf. Mein Lieblingsmond ist Jupiters Mond Io. Er sieht aus wie eine Pizza und ist der vulkanisch aktivste Mond im Sonnensystem. Io ist 10 bis 100 Mal aktiver als die Erde. Er spuckt sekündlich Tonnen von Schwefel- und Sauerstoffatomen aus. Diese werden im Magnetfeld des Jupiter ionisiert und verbinden sich am Nord- und Südpol wieder mit ihm. Das sieht aus wie ein Donut. Durch diese sogenannte Io-Flussröhre fließt mit den geladenen Partikeln ein gewaltiger elektrischer Strom zwischen Jupiter und seinem vulkanischen Mond. Als Galileo den Strom durchflog, endete das Geräusch so abrupt, wie es begonnen hatte. Der Auftritt von Jupiter und seinen Monden neigt sich dem Ende zu. Jetzt ist Saturn dran. Er ist kleiner als Jupiter, aber vor ihm in den Top 10. Der Ringplanet landet auf Platz 4 der Charts. Lauschen Sie dem surrealen Saturn-Säuseln. Es erreicht uns über die Cassini-Raumsonde, die seit ihrer Ankunft im Jahr 2004 atemberaubende Bilder und Daten liefert.
Wie bei Voyager und Galileo ist auch bei Cassini das Plasmawellenmessgerät das menschliche Ohr im All. Die schaurigen Klänge, die wir über Cassinis Plasmawellenmessgerät hören, erinnern an Halloween. Sie stammen vom Polarlicht des Saturns, das dem der Erde ähnelt. Als wir die Töne in eine hörbare Tonlage verschoben hatten, waren wir überrascht, wie gruselig sie klingen. Das surreale Saturnsäuseln ist nicht die einzige Nummer des Ringplaneten in den Charts. Auf Saturns Singleauskopplung finden wir noch eine B-Seite. Der Hit entsteht durch ein sogenanntes Crossover. Das hat nichts mit dem Mischen von Musikstilen zu tun. Es bedeutet, dass sich Radiowellen von der südlichen und der nördlichen Hemisphäre des Saturns in ihren Frequenzen überkreuzen. Wir entdeckten in unseren Daten etwas Merkwürdiges. Einige sich überschneidende Radiowellenfrequenzen deuteten darauf hin, dass die nördliche und die südliche Hemisphäre sich unterschiedlich schnell drehen. Das erschien uns seltsam. Hinterher fanden wir heraus, dass die Überschneidungen von Winden in großer Höhe verursacht werden. Die Hemisphären drehen sich anscheinend doch gleich schnell. Die Messung der Radiowellen bringt eine weitere Überraschung ans Licht. Eines der bizarrsten Dinge, die Cassini herausfand, war, dass der Saturntag ungefähr 6 Minuten länger dauert als beim Besuch der Raumsonde Voyager vor Jahrzehnten. Unsere Messungen der Radiowellen, der Klänge des Weltalls, lieferten dieses Ergebnis. Das bedeutet, Saturn musste sich auf einmal langsamer drehen. Ein Mysterium. Dass ein Planet in so kurzer Zeit derart an Rotationsgeschwindigkeit verliert, ist unwahrscheinlich. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Messung der Radiowellen kein korrektes Ergebnis geliefert hatte. Dank einer Kartierung der Saturnwinde haben sie jetzt ein genaueres Bild vom Saturntag. Demnach dauert er 10 Stunden, 34 Minuten und 13 Sekunden. Werfen wir nun einen Blick auf die Oberfläche von Titan, dem größten Saturnmond. Er belegt im Countdown der kosmischen Klänge Platz 2 mit Titan Total. Das Stück beginnt mit einem Zischen, das die Huygens-Landekapsel aufgenommen hat. Von Cassini abgekoppelt, flog sie mit einem Fallschirm durch die Methanatmosphäre des Titan, 1,4 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Beim Fallschirmspringen hört man, genau das hören wir in den Aufnahmen von Huygens. Das Geräusch wurde im Jahr 2005 übertragen, als die Landekapsel zur Titanoberfläche unterwegs war. Der Akustiksensor von Huygens funktionierte wie ein Mikrofon. Es nahm aber nur alle paar Sekunden einen winzigen Geräuschfetzen auf, dann wieder nichts, dann wieder einen winzigen Fetzen. Es war nicht geplant, das Ganze öffentlich vorzuführen. Im Gegensatz zu den anderen Saturnklängen wurden diese nicht aus Radiowellen umgerechnet. Es handelt sich um echte Schallwellen aus der Methanatmosphäre des Titans. Die Planetary Society verwandelte die abgehackten Geräuschfetzen in etwas Hörbares. Am Ende hört man größtenteils ein Windrauschen, als der Fallschirm durch die Atmosphäre sinkt. Auf der Oberfläche wird es dann viel ruhiger. Aus wird. Das Besondere ist, dass wir Klänge hören, die von einem Akustiksensor in 1,4 Milliarden Kilometer Entfernung aufgenommen wurden. Zum ersten Mal haben wir Geräusche von der Oberfläche eines anderen Himmelskörpers vernommen. Als die Daten der Landekapsel auf dem Weg zur Titanoberfläche hereinkamen, hielten die Ingenieure im Kontrollzentrum den Atem an. Würde sie sicher landen?
Am Ende des Countdown gibt es nochmal einen richtigen Leckerbissen. Ein atemberaubendes Musikvideo. Wir arbeiten uns durch die Top 10 der kosmischen Klänge und haben Platz 1 schon fast erreicht. Zunächst spitzen wir aber die Ohren für eine Darbietung von Titan, dem größten Saturnmond. Die Raumsonde Huygens hat den astronomischen Riff aufgenommen. Titan Total ist der einzige außerirdische Klang, zu dem es ein Musikvideo gibt. Sehen und hören Sie selbst. Der Film zeigt den Singflug der Kapsel und ist ein tolles Beispiel dafür, wie Geräusche alle möglichen Informationen übermitteln können. Genau wie ein Geigerzähler Radioaktivität durch Knacklaute anzeigt, zeigten die Instrumente der Huygens-Landekapsel ihre Messungen mit akustischen Signalen an. Wenn ein Instrument ein Bild oder andere Daten erfasst hatte, gab es einen bestimmten Ton von sich. Verschiedene Instrumente hatten verschiedene Töne. Das Summen im Hintergrund zeigte die Signalstärke zum Raumschiff Cassini an. Das Ticken dokumentierte die Rotation der Raumsonde. Es tickte einmal pro Umdrehung. Der Wert dieser Daten ist nicht nur wissenschaftlicher Natur. Sie halten auch den bangen Moment fest, in denen sich die Wissenschaftler im Kontrollzentrum fragten, wird die kleine Kapsel sicher landen oder zerschellen? Wir haben es fast geschafft und jetzt sind wir gelandet. Mission erfüllt. In 1,4 Milliarden Kilometern Entfernung. Platz 2, Titan Total, war ein echter Nervenkitzel. Jetzt kommt die mysteriöse Nummer 1 auf den Plattenteller. Ein Lied, das von einem Ort stammt, der im uns bekannten Universum seinesgleichen sucht. Manche der seltsamen Signale erinnern uns an Jupiter und Saturn. Andere wiederum klingen anders als alles, was wir im Kosmos je gehört haben. Die Nummer 1 des Countdown spielt Klänge, die es im ganzen Weltraum nur an einem Ort gibt. Der Spitzenreiter der intergalaktischen Hitliste hallt uns täglich in den Ohren. Es sind die Echos der Erde. Hier auf der Erde denken wir bei kosmischen Klängen an alles, was nicht von unserem Planeten stammt. Dazu gehören Plasmawellen und Druckwellen, die von fremden Himmelskörpern ausgehen. Betrachtet man aber die Erde von weit weg, dann sind wir die Aliens. Unsere Klänge sind einzigartig, weil sie von lebenden Organismen stammen. Sei es die menschliche Sprache oder Vogelgesang. Eine Sonde von einem fremden Planeten würde nahe des Erdmagnetfelds ähnliche Geräusche auffangen wie in der Nähe der Magnetfelder von Jupiter und Saturn. Doch anders als andere Planeten strahlt unserer auch Radiowellen in den Kosmos, ausgesendet von Menschen. Good evening. This is Professor Reginald A. Fessenden, speaking to you from Brad Rock, Massachusetts. An Heiligabend des Jahres 1906 strahlte Reginald Fessenden in Brad Rock, Massachusetts, die erste Rundfunksendung der Welt aus. Fessenden war der Erfinder des Mittelwellenradios. Seeleute empfingen das Signal weit draußen auf dem Meer. Seitdem reist es durch den Weltraum.
Seit der Erfindung des Radios funken wir in den Weltraum hinaus. Wir senden diese Signale in der Hoffnung, dass eine fremde Lebensform sie empfängt. Das alles ist natürlich riesig. Wir werden kaum erfahren, wer diese Signale wann empfängt. Aber sie sind unterwegs, wohin auch immer. Irdische Klänge reisen auch auf anderem Wege durch den Weltraum. Zum Beispiel an Bord der Voyager-Raumsonden, die auf Kurs zu fremden Sternen sind. Bonjour tout le monde. Ein Beispiel für die große Bedeutung von Klängen ist die goldene Schallplatte, die wir der Voyager-Raumsonde mitgegeben haben. Sie enthält menschliche Laute und die vieler anderer Erdbewohner. Die Platte ist also ein Fingerabdruck der Klänge auf unserem Planeten. Damit nehmen wir selbst einen Platz in den Top Ten der kosmischen Klänge ein. Natürlich haben wir nur einen Bruchteil der Musik des Weltraums gehört. Die Mannigfaltigkeit der Töne, die der Kosmos seit seiner Entstehung produziert, ist so groß wie das All selbst. Auch wenn diese Laute fremd und manchmal unheimlich klingen, sie transportieren wichtige Botschaften für uns Menschen. Sie helfen uns, das Universum in seiner Gesamtheit zu verstehen.